So, ihr Lieben, der erste Stern ist im zum Greifen nah und den hole ich mir jetzt. Du hast es kapiert. Sprich den Animagus-Zauber aus. Mace. Amato. Anmino. Animato. Animagus. Wow. Okay. Hast du etwas gespürt? Naja, für einen Moment. Ich spüre einen zweiten Herzschlag, aber vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Nun musst du diesen Zauber bis zum nächsten Gewitter unbedingt an jedem Sonnenaufgang und Untergang zaubern. In der Zwischenzeit sollten wir mit Professor McGonagall reden. Oh yeah, geil. Oh yeah, geil. Wow, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Leute, es geht weiter. Juhu. Oh! Oh, was für eine süße Miezi! Warum gehen wir zu Professor McGonagall? Nee. Frag mich nicht, frag die Katze. Spinnst du? Wow! Das war echt geil! Nein, Mr. Chin! Nein, Mr. Chin! Es ist einfach. Er ist einfach besser informiert. Die beiden werden oft verwechselt. Professor McGonagall, ich... Sie wissen doch, dass ich ein Animagus bin. Warum tun Sie so überrascht? Ich habe einfach noch nie gesehen, wie Sie sich, verwandelt haben. Mhm. Nun, irgendwann ist es immer das erste Mal. Was kann ich für Sie beiden tun? Mace denkt darüber nach, ein Animagus zu werden. Ich dachte, er sollte zuerst mit Ihnen darüber sprechen. Das sollten Sie sich auf jeden Fall genau überlegen, ehe Sie Sie zu einer Entscheidung kommen. Besprechen wir die Vor- und Nachteile davor, ein Animagus zu werden. Das dauert wieder. Ja, lol, ja klar. So. Komme ich mal endlich. Ah, oh, das geht wenigstens schneller als wegen Talbot. Echt jetzt? Oh nein, immer noch kein Level Up. Ach Leute. Ja, das war's mal erstmal wieder. Jo. Das war's erstmal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich kann ja mal checken, ob ich ein paar Energiepunkte holen kann. Also bei ihm nicht. Ich weiß, Alfred schläft. Ich werde mal checken, ob ich überall Energiepunkte holen kann. Okay, okay, bei ihr. Ja, okay. Dings hatte ich ja letztes Mal gemacht. Genau. Da hatte ich, glaube ich, auch die. Genau, die Orangen hatte ich eigentlich. Wow, die Orangen sind auch wieder weg. Ja, cool. So, dann mal checken wir. Nee, da kann ich auch noch nicht. Was ist mit dem Kerker? Nein, der Elf ist auch noch nicht da. Schlossgelände. Was ist mit Fang? Ja, Fang wäre... Ja, Fang wäre da. Und was ist mit dem Stockwerk? Die Bücher liegen auch wieder da unten. Und Hogsmeade. So,
Okay, also im nächsten Part werde ich auch meine ganzen Energiepunkte wiederholen. Ich hoffe, dieser geile Part, also es war sehr, sehr überraschend für mich. Der Part hat euch trotzdem gefallen. Also ich wusste ja schon von dem Film, dass Professor McGonagall ein Animagus ist. Und ja, diesmal wird es wahrscheinlich hoffentlich nicht so lange dauern, weil es geht sehr, sehr schneller als das mit Talbot. Also mit diesem komischen Spruch da und so. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Bis bald, euer Jedi Maze 24/7 und tschüss!